So, auf dem Weg zur geheimen Testkammer. Die ist so geheim, die wird sogar mit einem Pressmarker markiert. Soll dann quasi so wirken, yo, das ist ein Questmarker. Das ist so offensichtlich, die kann es nicht sein. Hier springe ich ab, hier ist meine Haltestation und ja. Ja, hier aufgekommen, ne? Wäre so unten aufgekommen, wäre schmerzhaft. Aber jetzt noch keinen Zwischenstopp gemacht, hier durch den Baum. Hängt auch nochmal den Sturz ab, perfekt. Und dann geht's hier rein. Das letzte Rüstungsteil muss hier drin sein. Muss, geht nicht anders. Das ist die letzte Quest. Das ist der perfekte Ort, um vermisste Menschen zu verstecken. Verschlossen. Aber ich weiß, wie sie sich öffnen lässt. Ah, okay, die Leute sind da drin. Je komplizierter der Schlüssel, desto größer das Geheimnis. Je komplizierter, yo! Der komplizierteste Schlüssel ever. Zwei Scheiben, die perfekt zueinander passen. Die eine ultimativ easy Form haben. Hey! Yeah, Gaming 2018. Yippie, ultra schwer. Objectives, was ist das? Okay, genug der Aufregung. Hype. Es geht rein, keine Cutscene. Ich hatte eine Cutscene erwartet. Keinen ungebetenen Besuch. Ich bin gewacht. Da am Rand. Zack. Bam. Reiner. Hol ich mir. Checken die da hinten gar nicht. So, warten. Buffen. Und rein. Hier überhaupt nicht. So, und zack. Voll drauf da. Oh, die hat mich nicht gerne gehört haben. Sonst hätte ich es sofort auch nicht bekommen. Die sind ein bisschen dämlich. So, den Segen anwenden. Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Und jetzt spammen, wie ihr wollt. Ich kann immer angreifen. Bestätigen kann. So. So, warte. Zack. Bleib stehen. Oh ja, sieht so aus. Dore. Die hat eine Rüstung für mich. Safe. Will suchen. Nee. Hat sie nicht. So, die Dinger kann ich ausschießen erstmal. Bam. Bam. Alles weglupen. Da kann ich durchgehen. Hier geht's noch nicht lang. Nee, das sind Fenster, hier geht's überhaupt nicht lang. Dann wäre der ganze Shit hier geflutet. So, die Eltern leben. Finden sie, und ich habe 35 Skillpunkte. Holy shit. Wer das den Tiere gemacht oder Isu? Minotauren. Diese mythischen Wesen werden hier gemacht. Das ist alles eine Lüge. Die werden von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, kranken Menschen einfach gemacht. Das gibt es alles gar nicht in echt. Oder die haben meine Kills gesammelt. Los, zeig dich! Mein Name ist Äther, ich bin Wissenschaftler. Und in gewisser Weise sind dies meine Kinder. Du hast den Minotaurus, den Kyklopen und die Schlangenhaarige erschaffen? Sie sind Monster! Sind wir nicht alle Monster?
unperfekte Wesen, die danach streben, ihr volles Potenzial zu entfalten, bist du nicht deshalb hier. Ich bin hier als DKST. Ich suche zwei vermisste Menschen. Ja, ich bin Söldner. Ich nehme meine Quest immer ernst. In erster Linie suche ich Menschen. Ich bin hier, weil ein kleiner Junge seine Eltern vermisst und alle Hinweise deuten auf dich. Wie überaus menschlich von dir. Lol. Wie überhaupt menschlich und die... Ja, ich bin auf der Seite der Menschen. Fuck it, Alter. Ein menschlicher Gott. So ist das halt. Menschen müssen leben. Das ist nice. Und ich laufe, glaube ich, zurück, oder? Ich glaube, ich komme von hier. Hey, ich komme von hier. Ja. Wieso drehen die meinen Charakter in der Cutscene? Warum? Lass mich doch einfach in die Richtung gucken, in die ich laufen muss. Ich hasse das so in Spielen. Ich hasse es. Da denkt sich auch, hä, wo bleibt die denn jetzt? Hä? Was ist mit der passiert? Ja, sorry, Bruder. Du hast mich in der Cutscene gedreht. Was kann ich dafür? Fuck Ubisoft. Alle fertig, Alter. Oh, warte mal, ich kann hier meine Challenge machen. 1, 2, 3, 4. Oh. Ja, stimmt, wenn ich hier. Oh. Ein paar Headshots mache. Dann wird die Zeit der Zeitlupe immer erhöht, aber eigentlich geht das nur maximal 5 Mal. Das fühlt sich jetzt schon nach einer echt langen Zeitlupe an. Aber pro 3 gekillten Gegnern, pro 3 Sekunden, soll ich eigentlich auch noch was kriegen für die Challenge. Aber das wird mir hier jetzt mal angezeigt. Für die Gravur. Das ist auch noch eine. Habe ich irgendwie ein Aimbot oder so? Ich schieße irgendwie immer auf die Köpfe. Das ist aber auch neu. Habe ich das geskillt irgendwie? Kann man das skillen? Naja, habe ich nichts gegen. So, klopf, klopf. Mal rauf. Yalla. Damades, Rene, seid ihr hier? Hier drüben! Wir sind hier! Bitte, hilf uns! Keine Sorge, ich hole euch alle hier raus. Weißt du denn nicht, dass es grausam ist, zu lügen? Was? Grausam ist, Menschen zu entführen und mit ihnen zu experimentieren. Ohne Opfer kann es keinen Fortschritt geben. Und ohne Experimente gibt es keine Perfektion. Du brichst Poseidons Gesetz. Ich erweitere unser Wissen zum Wohle von Atlantis. Poseidons Borniertheit hält uns im Dunkel fest. Aber wir sind nah dran. So nah. So, das erste? Stimmt. Das zweite? Möglicherweise auch. Und das dritte? Stimmt auch. Das ist so richtig krass, ja? 3 nehmen wir, das ist sehr intensiv. Die klügsten Köpfe, die ich traf, flüchteten sich nicht in Gewalt. Hätte dein Durst nach Wissen nicht beinahe das Elysion zerstört? Lass diese Leute gehen. Es ist zu spät für sie. Das Olympus-Projekt hat bereits begonnen. Als ein Mensch vor dem Ende der Transformation entkam, mussten viele andere sterben. Das wird nicht wieder passieren. Das verstehst du sicher. Lyra. Sie nahm sich das Leben nach allem, was du ihr angetan hast. Nun, dann sahst du, zu welcher Bestie sie wurde. Ich werde die Menschen hier rausholen. Aber willst du nicht wissen, was hinter dieser Tür ist? Hm.
Es ist mir egal. Soll ich ihn dissen? Aber vielleicht sagt das Spiel dann, ja, okay, es ist dir egal, dann siehst du es nicht. Ich will es sehen. Eins. Gut, ich spiele mit. Sag es mir. Warum reden, wenn ich es dir zeigen kann? Hey. Nur, wenn du die Kammer betrittst, sind ihre Leben verwirkt. Du kannst nicht beides haben. Und wenn ich dich einfach töte, diese Menschen befreie und die verdammte Tür aufbreche? Genau das. Das mache ich. Du kannst mich nicht töten, Cassandra. Scheiße. Yo, mit dem Fuß. Ich sehe, du kämpfst mit dir. Was, wenn die größte Errungenschaft von Atlantis hinter dieser Tür wartet? Und wir sie dir verdanken. Was willst du damit sagen? Dieser Weg führt zur Unsterblichkeit. Für dich. Für uns. Begrüße dein Vermächtnis und vergiss diese armseligen Menschen. Lass die Sterblichkeit hinter dir. Die Antworten auf all deine Fragen liegen hinter dieser Tür. Bitte, rette uns oder wir sterben. Du wirst wiedergeboren. Willst du nicht wissen, warum du wirklich hier bist? Befreie diese Leute und diese Tür wird dir auf ewig verschlossen bleiben. Gehe hindurch und sie wird sich hinter dir schließen und diese Ratten gehören mir. Wie entscheidest du dich für ihr Leben oder dein Schicksal? Oh Mann, ich muss gleich speichern, einen Autosave laden und den speichern und dann nochmal zu dem Speicherpunkt zurück. Wenn ich die Menschen rette. Juhu, eine Quest abgeschlossen, hab Menschen gerettet. Ihn kann ich anscheinend nicht töten, bringt mich nicht zum Rüstungsteil. Dahinter könnte das Rüstungsteil sein. Dann sage ich Alko, yo Bruder, ich bin durch die Tür gegangen, ich konnte deine Mutter und deinen Vater nicht retten, sorry. Und ist die Quest auch abgeschlossen. Also nur mit einer Möglichkeit kann ich beide abschließen. Rein logisch. Und es reizt mich auch mehr. Ich meine, das sind nur Pixel, ja? Das sind NPCs, das sind nur Pixel. Ja? Ich spiele das jetzt Third-Person-mäßig. Und ja, ich bin ein schlechter Mensch und deswegen gehe ich durch die Tür. Sie wird mir sonst für ewig verschlossen bleiben. Ich muss wissen, was dahinter ist. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich muss es machen. Tut mir leid. Nein! Bitte! Geh nicht! Sorry, Leute, aber ich muss es wissen. Ich muss es wissen. Aber es gibt dann auch kein Zurück mehr, ne? Das ist auch nicht so geil. Oder? Nee. Was? Wer bist du? Nein. Unmöglich. Alles dieselbe Person. Verstehe ich nicht. Du. Es ging immer um dich. Mensch. Iso. Perfektion. Verstehe ich nicht. Das Iso-Blut, das durch deine Adern fließt, macht deinen Körper zum perfekten Gefäß. Es verliehen dir Widerstandsfähigkeit und unser Bewusstsein. Mehr als jede andere meiner Schöpfungen verkörperst du, worum es im Olympus-Projekt wirklich geht. Die Erschaffung der ultimativen Waffe. Ja, Waffe, klar. Stell dir nur vor, wir hätten eine ganze Armee von deiner Sorte. Der unvermeidliche Krieg zwischen Menschen und Iso wäre im Handumdrehen entschieden. Nicht, wenn ich dein Herr zerstöre. Dieses Heer ist armselig. Eins. Nicht, wenn ich jedes einzelne dieser Dinger töte. Bemühe dich erst gar nicht. Wir können immer neue schaffen. Diese Experimente sind zu weit gegangen. Poseidon wird davon erfahren. Ja, Poseidon wird davon erfahren. Kann ich ihn kaputt machen? Jo, geht. So, noch alle kaputt. Da ist noch einer. Und hier ist noch einer.
So, hab alle kaputt gemacht. Hat ja keine Zeit gekostet. Wirklich kleine Geheimnisse hätte ich. So. Die Kaste ist von Atlantis auch fertig. Mehrere Quests angenommen. Zeig her. So, ich brauche immer noch die Rüstung. Sprich mit Poseidon. Das mit dem Jungen ist weg. Ja, ist abgeschlossen. Kannst nichts machen. Ist so fertig. Das war wichtig. Ich musste ein paar Leute opfern, um hier die ganze Verschwörung aufzudecken. So, ich muss wieder diesen ewig langen Weg nehmen. So, runter. Ach, sie ist direkt hier. Oh, diesmal ist gut. Hi, Alter. Meine Dikastes ist zurück. Ich nehme also an, du hast über Atlantis gerichtet. Du sagtest, Menschenversuche wären verboten. Das war alles gelogen. Die Isu sind außer Kontrolle. Wovon redest du denn da? Meine Gesetze sind absolut und alle müssen sie befolgen. Ich habe es entschieden. Menschen werden gefoltert. Es wird keine Zeit. Ah, es wird Zeit für einen neuen Herrscher. Und das bin ich. Drei. Die Bevölkerung von Atlantis hat entschieden, dass deine Gesetze sie zurückhalten. Vielleicht muss ein neuer Herrscher her. Du verstehst unsere Gepflogenheiten nicht. Deine Menschlichkeit vernebelt dein Urteilsvermögen. Du solltest besser auf sie hören. Juno. Unmöglich. Der Zutritt zur Stadt ist dir verwehrt. Wachen! Deine Wachen respektieren deine Söhne. Und als du diese Hybride zu deiner Dikastes ernanntest, wandten sich deine Söhne an uns. Ihr Blut klebt an ihren Händen. Meine Söhne hätten sich nie einer Kriegstreiberin gebeugt. Menschen bringen Krieg. Ob wir wollen oder nicht, Poseidon. Sollten sie nach dem, was du getan hast. Du meinst, wozu sie uns gezwungen haben? Poseidon sorgt sich um die Sonne und sein Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt. Die Katastrophe kommt auf uns zu. Darin sind wir uns einig. Aber es gibt nur eine Katastrophe. Die Menschheit. Ich gehöre hier nicht her. Keine Ahnung. Du kannst Aether nicht vertrauen. Er ist verrückt. Du weißt nicht, was für ein Monster er in seinem Geheimversteck hält. Geheim war das nur vor Poseidon. Meine Frau wusste über alles Bescheid. Hybrid. Projekt Olympos war meine Idee. Oha, es wird so cringe. Das Ende eines Zyklus in Atlantis muss keine Katastrophe sein. Es ist viel schlimmer als das. Wir haben Veränderungen in der Oberfläche der Sonne registriert. Wenn wir uns nicht wappnen. Wenn wir uns nicht wappnen? Werden die Menschen uns alle umbringen? Wir haben diese ökologische Katastrophe erschaffen. Als ich hier ankam, sagte Poseidon, ich wäre am Ort meiner Bestimmung. Sagt mir sofort, warum ich wirklich hier bin. Wie herzerweichend. Sie ist noch menschlicher, als ich dachte. Aether, antworte ihr. Mit Vergnügen. Stell dir vor, was für Möglichkeiten es eröffnen würde, wenn wir deine hybride Form duplizieren könnten. Wir könnten mit unserer Technologie deine Gedanken kontrollieren. Du kannst zur Herstellung von Junos ultimativer Waffe verwendet werden. Oh, toll! Oder vielmehr hättest du das. Das Experiment meines Mannes war vielversprechend. Aber nach langer Beobachtung haben wir dich zum Fehlschlag erklärt. Unsere neue Waffe ist sehr viel tödlicher, als du es je sein könntest.
Die Hekatonchirin. Eta, du hast doch nicht... Oh doch. Die Hekatonchirin werden sich erheben. Projekt Olympos wird die Menschheit so sehr verängstigen, dass sie es nie mehr wagen wird, sich aufzulehnen. Und du wirst meinen Ehemann zum Dikastes Basileus ernennen. Dikastes, setze dem ein Ende. Wenn sie es schaffen, sind wir verloren. Wir alle. Du musst mir vertrauen. Ich halte den irgendwas auf. Ich bin keine Waffe. Ich vertraue dir nicht. Ich halte ihn auf. Du kümmerst dich um die beiden? Ich vereitele ihren Plan. Holy shit. Es ist zu spät. Die Prozedur war bereits erfolgreich. Der Hekatoncheres lebt. Kannst du ihn nicht hören? Das habt ihr in meinem Labor unter dem Palast getan? Der Eingang wurde verriegelt, als ich Menschenversuche verbot. Was ist das für ein Geräusch? Ist das deine Waffe? Ich führe diese beiden der Gerechtigkeit zu. Halte du den Hekatonchires auf, bevor wir alle sterben. Los! Dann kill die doch eben. Falls du es nicht schaffst, bin ich nur da. Jetzt brechen die aus wahrscheinlich, ne? Gehen wir stark von aus. So, ich bin jetzt auch einmal hier am Labor wieder, oder? Sind die ganzen Leute oder was? Die ganzen Fehlschläge? Alle zu Stein geworden? Das ist doch die 2-Euro-Münze, oder nicht? Münze in 3D. Ich bin dein Herrscher. So. Randa, easy. Sind das Menschen? Diese Scherben stammen aus Aethas Experiment. So, warte, warte, warte. Achso, ich geh auf den hier weiter. Null. Zack. Zack. Grau. Mama. Mama. Komm gut, jump. Bam. Der stirbt, bist du. So, bam. Nein, ich muss in Sekundenschnelle 3 kriegen. Sind sie nicht vergiftet? Ich will die aber erledigen. Oh, sorry, sorry, sorry. Vielleicht sollte ich doch irgendwie einfach erledigen. Zack, bam, weiter. Oh, anvisieren? Sag mal. Komm, rein. Zwei, drei Mal noch. Eins. Zwei. Eins gegen 100. Echt, das waren 100? Ah, wieder das, okay. Ehre die Gefallen. Nutze ihn. Ja, moin. Bemerkenswert. Unter den Menschen und Isu kann es niemand mit dir aufnehmen. Wo sind Juno und Etta? In Gefangenschaft. Aber sie werden nicht aufhören. Ich halte sie ein für alle Male auf. Alle Isu müssen dafür bezahlen.
Wenn Gefangenschaft sie nicht aufhält, gib mir ein paar Minuten allein mit ihnen. Ich sorge dafür, dass sie niemandem mehr wehtun. Und was würde das beweisen? Dass du so grausam bist wie Juno und ihr Mann? Ich will gar nichts beweisen. Ich will dem ein Ende setzen und die retten, die durch eure Hybris leiden mussten. Also hast du am Ende wirklich den Richtspruch nach Atlantis gebracht. Sehr gut, Dicastes. Hast du noch das Instrument des Kerberos? Hab ich nicht viel mehr davon? Ah ne, die anderen drei habe ich in Atlantis eingesetzt, um überhaupt reinzukommen. Und in Atlantis habe ich nochmal zwei gefunden. Und ich frage mich immer noch, warum mir ein Rüstungsteil fehlt, wann ich es bekomme und wofür ich es brauche. Holy shit. Wäre jetzt für den Kampf irgendwie sinnvoll gewesen, oder nicht? Ich meine, als ob ich einen Polenarchen gekillt habe und ihn nicht gelootet habe. Es kommt mir echt so vor. No joke. Ich habe dir nicht alles über deinen Stab erzählt. Ihr bildet die Brücke zwischen deinen beiden Identitäten. Zusammen mit der Macht der Instrumente des Kerberos und des Hekatonchires können wir den Zyklus von Atlantis für immer beenden. Ich habe nicht nur meinen sechsten Sinn entdeckt, sondern auch die Macht zur Zerstörung der ganzen Stadt. In den falschen Händen hat dieser Stab die Macht, alles zu zerstören. Deswegen bist du, und nur du, seine Hüterin. Oh, mal wieder ein paar Fragen. Mir scheint, du wusstest, was passieren würde. Ich bin erschöpft, genau wie du. Ich habe viele atlantidische Zyklen lang auf den endgültigen Richtspruch gewartet. Leider kam er nicht noch früher. Wie viele Tode das verhindert hätte. Ich hatte die magischen Worte parat. Ich bin gut. Die Menschen dieser Stadt verdienen den Tod nicht. Wenn wir uns dafür entscheiden, werden die Sirenen heulen und die Tiere freigelassen. Die Menschen im Porimus-Ring steigen in ihre Boote. Ich versichere dir, sie entkommen ganz sicher noch. Wenn wir die Stadt versenken, werde ich mit ihr untergehen? Nein. Du bist die Hüterin des Stabes. Er wird dich beschützen. Deine Zeit ist leider noch nicht gekommen. Leider. Dankeschön. Du hast es selbst gesagt. Juno und Etta werden niemals aufhören. Ich habe die Labore gesehen und ihre Experimente. Es gibt nur einen Weg, um dem Leiden ein Ende zu setzen. Durch Zerstörung. Geht's ab. Jetzt wird Atlantis wirklich zu Atlantis. Dreizack, den hatten wir gefunden. Jupp. Da fällt ein Sprung. Ich hätte mehr Zeit gehabt, von dir zu lernen. Weil Wasser steigt. Vielleicht hätte mich das menschlicher gemacht. Chere, Poseidon.
Aber das ist doch die Trulla, die mich hier als Cassandra die ganze Zeit so abgeholt hat, ne? Ey, Digga, kein Plan, ey. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen, aber ja. Der Durchblick ist manchmal nicht so ganz da. Hüterin des Stabes, deine Prüfungen sind vorüber. Wir sind wieder im Thronsaal. Sag mir, nun, da du das Schicksal von Atlantis gesehen hast, wie fühlst du dich? Mächtig, möchte nach Hause, ich bin müde. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte nach Hause, ich möchte das Angebot nicht ablehnen, ich fühle mich mächtig, ich möchte nicht verkacken. Ich sag 3. Wie ich mich fühle, willst du wissen? Müde, Aletia. Deine Bürde wiegt schwer, Hüterin. Der Stab wird für deinen physischen Körper sorgen. Aber mit der Zeit wirst du lernen müssen, dass Stärke aus dem Inneren kommt. Was war all das? Was du erlebt hast, waren Echos von Erinnerungen. Verzerrt, aber real. Wessen Erinnerungen? Der Isu. Manche waren sogar von mir. Aus meiner Zeit als Dekastes. Ich wollte Gleichgewicht nach Atlantis bringen. Du? Und jetzt du. Meine Prüfungen brachten mich wieder zu meinem Großvater, Phoebe, Brasidas und selbst Elpeno. Und dadurch hast du eine wertvolle Lektion gelernt. Der Stab kann Leben verlängern. Aber das ist nicht deine Rolle. Du musst lernen, dich immer und immer wieder zu verabschieden und den Tod alles, was er fordert, von dieser Welt nehmen zu lassen. Waren sie real? Sie sind ein Teil von dir, also ja. Irgendwann wirst du sie verabschieden, aber das ist eine andere Prüfung. Meine Prüfungen im Elysion brachten Zerstörung und Aufruhr. Nicht deinetwegen, sondern wegen Persephone. Sie war eine Herrscherin, die extreme Ordnung durchsetzen wollte. Du erkanntest, dass ihre Herrschaft scheitern musste. In der Unterwelt war ich gezwungen, ein Reich voller Chaos zu ertragen. In der Tat. Hades war ein König, der dieses Chaos wollte. Und daher kam die Zerstörung. Aber denk daran, du wirst weit Schlimmeres aushalten müssen, bevor dein Tod kommt. Das Elysion und die Unterwelt waren dem Untergang geweiht. Aber Atlantis? Ich dachte, Poseidon und ich könnten Gutes bewirken. Und doch erkanntest du uns Isu, wie wir wirklich waren. Unvollkommen. Egal wie oft ich dieses Erinnerungsecho gesehen habe, mein Zuhause wird immer vernichtet. Ich bin bereit zu gehen. Kommst du mit? Wir sind immerhin verbunden. Du hast erlebt, wie Persephone durch Ordnung herrschte, Hades durch Chaos. In Atlantis hast du erfahren, wie es ist, selbst zu regieren. Es war eine Katastrophe. Du hast gesehen, dass es für die Hüterin keinen Weg zur Macht gibt. Durch den Stab kannst du die Welt in die Knie zwingen. Doch das ist nicht deine Rolle. Du musst deine Stärke einsetzen, um die Macht des Stabes in ihre Schranken zu weisen, zu bewachen, zu hüten. Meine Mutter sagte mir einst, ich sei von den Göttern gesandt worden, um die Welt zu beschützen. Ich gab ihr mein Wort. Und jetzt gebe ich es dir. Und dein Wort, Erbin der Erinnerungen? Du musst aufwachen und Wiedergutmachung leisten, bevor es zu spät ist. Sonst wirst du diese Welt in Stücke reißen. Erwache nun! Der Eindringling hat dich gefunden! Wach auf! Schnell!
Okay, jetzt muss ich noch mal als, wie heißt sie, Layla spielen? Irgendwie so heißt sie. Nein! Wo bist du? Selbstgespräche, Layla Hassan? Layla. Das ISO-Artefakt hat sie offensichtlich beeinflusst. Sie verlieren den Verstand. Mr. Burke, endlich zeigen Sie sich. Sehr beeindruckend. Ich wusste, wenn jemand diesen Ort entdecken würde, dann Sie. Aber Sie verließen Abstergo, bevor ich Ihnen diese Mission zuteilen konnte. Nachdem Sie uns belauscht hatten, hatte Sigma 6 keine Probleme, ihn zu finden. Wir wissen, dass Sie es waren. Richtig. Was Sie aber nicht wissen, ist, dass wir Sie schon viel länger abhören. Seit Sie das Buch von Herodotos fanden, dank der Templerforschung, die Sie sicher ebenfalls gestohlen haben. Hä? Der arbeitet mit den Templern? Ja, ich bin ja echt nicht auf dem Laufenden. Ich vergesse es dauernd. Erzähl es bei mir. Keine Ahnung, wie ein Sieb. Abstergo sind Mörder und sie sind nichts als deren Killermaschine. Nachvollziehbare Behauptung. Aber was ist mit dem Sigma-Team, das ich auf sie angesetzt hatte? Sie haben sie getötet. Ich habe ihre Daten in der Abstergo-Datenbank gesehen. Ich weiß von Elina. Wenn sie wüssten, was der Stab für sie tun könnte... Kein weiteres Wort über sie. Dann vergessen Sie's. Ich wollte verhandeln. Keine Verhandlung. Ich nehme das Artefakt an mich. Hey, ich mach den einfach platt. Ich habe 3 Elite-Soldaten mit einem Stab gekillt. Das schaffe ich doch gegen einen. Hä? Hey. Sie hatten kein Recht, Diana etwas anzutun. Sie hätten hinter mir her sein sollen. Sie waren die Nächste auf der Liste. Sie hake ich heute ab. Otso Siyahoma, es reicht. Das war's. Richtig. Die Welt da draußen geht ihrem unausweichlichen Ende entgegen. Auf welcher Seite sie stehen, ist jetzt hinfällig. Los! Her mit dem Stab! Es ist nicht hinfällig. Ich werde immer eine Assassinin sein. Und wenn sie den Stab wollen, holen sie ihn sich. Erst Victoria, jetzt ich. Bam, bam. So, ich kann ja eh nur einen Attack einsetzen. Ich kann Linksklick machen. Ich kann angreifen. Oh, ich muss auch ausweichen. Ich kann auch ausweichen. Ja, geschafft. Wissen Sie, was ich an dem Stab mag? Dass er lang ist. Geben Sie nicht so an. Es ist die... Und aus Gold. Richtig. Unsterblichkeit. Armselig bis zum Schluss. Die Sache ist, Mr. Burke. Es ist mir egal, ob Sie überleben. Stehen Sie mir nur nicht im Weg. Sehen Sie es ein. Die Templer haben verloren. Nice. Als ob der ohne Schusswaffen gekommen ist. Holy shit. Alter, ihr zwei, bitte komm! Alter, ihr zwei, bitte komm! Atlantis ist kompromittiert! Meine Beine! Alithia? Alithia! Hä, was machst du? Schlangen. Okay, denk nach, Layla. Der Funk ist aus. Wie soll ich Hilfe holen? Gar nicht, du hast gewonnen. Hä? Ja, Sommer kommt zurück. Weg. Ohne dich schaffe ich es nicht. Komm mal zurück. Ich zeige es nicht, aber ich habe Angst. Was tue ich hier? Ich bin allein und ich brauche dich. Bitte, komm zurück. Gib mir wenigstens ein Zeichen. Irgendwas.
denn in ihr? Kann mich jemand hören? Victoria, wir versuchen die ganze Zeit, die Kommunikation wiederherzustellen. Erst waren alle Lebenszeichen weg und dann... Elena, ich bin es. Layla? Aber das ist Victorias Kanal. Wo ist sie denn? Was ist los bei euch? Habt ihr die Prüfungen überstanden? Ja, wir haben den Stab. Ich habe die Prüfungen bestanden, aber... Unglaublich! Ein echtes Izu-Artefakt unter Assassinenkontrolle! Das verändert alles! Ich habe es nicht unter Kontrolle und es verändert nichts. Der Eindringling ist Otso Burke. Er ist mit mir im Thronsaal. Ich kann alles erklären. Aber die Templer sind hinter uns her. Du musst mich hier rausholen. Er ist bei dir? Alles in Ordnung? Wir haben gekämpft. Er ist ohnmächtig, aber stabil. Aber bitte, ich will nicht nach ihm sehen. Du hast ihn nicht getötet? Nein. Er lebt noch. Bleib, wo du bist, Layla. Wir holen dich raus, aber das dauert ein bisschen. Was hast du jetzt vor? Bis ihr hier seid, gehe ich zurück in den Animus. Es gibt viele, von denen ich mich verabschieden muss. Ey, noch Abschied nehmen. Hoffentlich finde ich noch das Rüstungsteil. Ey, ich muss das komplimentieren. Ich brauche das. Ey, ich krieg den Gedanken nicht los, dass ich einfach vergessen habe zu looten. Das wäre so scheiße. Wo ich so ein Looter King bin. Ich muss doch irgendwo mal einen Cut machen hier. Komm, lad rein da. Mach hin, ey. Ah, ich gehe in die normale Welt. Ich bin in Kefalen hier. Okay, was ist die Mission? Okay, ich muss mal gucken, was die Mission ist.